Also, wir sitzen hier im Kreissaal sozusagen unserer Buchidee. Das war ganz ungezwungen. Wie immer sitzen wir nach der Kanzleitätigkeit hier zusammen und trinken, wie jetzt da, ein Schölsche, ne? Und aus dem Tupperglas, wie wir Pfälzer sagen. Nur so schmeckt er, der Scholle. Und dann kam uns die Idee, weil ich immer viele Fragen habe von meinen Studenten zu ganz bestimmten Themen, wo man kaum drüber was liest. Und dann habe ich zu meinem Freund Jan Schabeck gesagt, wir müssen da mal was machen. Und dann hatte Jan angefangen zu sagen, wir schreiben ein Buch. Und dann bin ich ohnmächtig geworden, ne? Noch zwei Scholle. Und habe gedacht, oh Gott, wie kriegen wir das jetzt hin? Weil es ist ja rein rechtlich und ich bin ja Krankenschwester. Und habe ich gesagt, Jan, wenn wir das Buch schreiben, liegt die Hauptlast bei dir. Ich als Krankenschwester kann nur meine Fachexpertise zugeben, aber die rechtlichen Aspekte musst du machen. Und so waren die Wehe rum, die Austreibungsphase hat begonnen und der Jan musste anfangen zu diktieren. Ja, dann ging es richtig los, aber es stimmt ja nicht, dass du nichts gemacht hast. Wir haben uns dann erstmal überlegt, was wir alles so reinmachen und da ist dann erstmal als allererstes richtig viel Arbeitsrecht rumgekommen mit Fragen, von denen wir wissen, dass sie alle Pflegekräfte umtreiben, beispielsweise Dienstpläne, Delegation, wie kann ich mich gegen Unsinn wehren, die mein Chef will oder wie setze ich als Chef was um und die Leute halten es für Unsinn. Das war Oder mal das das erste zu Thema. Hause anrufe und euch bringe, was immer die Leute bewegt, nicht? Die Genau. Dienstpläne, die nicht richtig stimmen. Nicht? Was muss in einem Arbeitsvertrag stehen, war so das erste Thema. Ne? Da Ja, hatten wir schon zu tun. richtig. Ja, und dann die Wundmanager, ja, die freie oder die Honorarkräfte, die doch nicht freie Mitarbeiter sind. Ja, und dann Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen. Genau, da Ja. waren wir beim Thema mit einem Bein im Knast. Ne? Das Richtig, war ja immer so Strafrecht, ein genau. langes Vortragsthema, das wir hatten. Und da haben wir uns erstmal darüber erzählt, wie man sich strafbar macht, wo man haftet, zivilrechtlich und das arbeitsrechtlich und wogegen man versichert sein sollte und wogegen nicht. Und dann das wichtige Thema Pflegekammern, wo unsere Kollegen oder meine Kollegen auch nicht immer gleich der Meinung sind, wer braucht sowas. Ja, und sagen, was soll denn der Quatsch? Ja, muss ich überhaupt Mitglied sein? Ich bezahle einfach nicht und dann ist die Sache für mich erledigt. Also all diese Dinge, die zurzeit in der Pflege so die Pflegekräfte umtreiben, haben wir so, denke ich, in unserem Buch abgebildet. Arzneimittelrecht, Arzneimittelrecht, Medizinprodukte. Blistern, ja, Haftung bei Blistern ist ein heißes Thema, was die Kollegen der Altenheime rumtreibt. BTM. Delegationsrecht, BTM, ja, all diese Dinge. Naja, wenn wir vorher gewusst hätten, dass es so lang wird, hätten wir es vielleicht nicht gemacht, aber jetzt Ja, war es. 400 Seiten später und 20 Scholle weiter ist es ein richtig gutes Buch geworden. Und wir hoffen, dass es Ihnen auch gefällt, so wie es uns gefällt. Auf dem ein zum Wohl. Ja. Prost. Prost. Gut gemacht. Fertig. All nurses.